Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 11. Juni dieses Jahres hat der Innenminister die Vorstellung eines Masterplans für ihn als Parteivorsitzenden, geschrieben vom Innenministerium, verschoben, weil er größere Auseinandersetzungen mit der Frau Kanzlerin hatte. Seitdem ist Chaos. Zwei Tage nach dieser Verschiebung hat der Herr Außenminister eine Grundsatzrede zu Europa gehalten, und ich muss Ihnen zugestehen, ich fand das eine richtig gute Rede. Herr Minister, Sie haben in dieser Rede gesagt, dass es viele Fragen gibt, die man jetzt stellen muss. Welche Rolle soll Europa spielen in einer Welt, die radikalisiert ist durch Nationalismus, Populismus und Chauvinismus? Wer soll führen, wenn die USA unter Trump internationale Ordnung eher bedrohen als erhalten? Sie fragen, wird die Europafahne das neue Banner der freien Welt, so wie es einst die Stars and Stripes der USA waren? Sie sagen weiterhin, die Antwort darauf muss auch aus Deutschland kommen. Ich halte das alles für vollkommen richtig. Die Frage ist nur, nach dieser Rede in den letzten drei Wochen, wo waren Sie eigentlich? Wo waren Sie denn eigentlich, als genau dieser Populismus, den Sie beschrieben haben, in einem Schmierentheater hier so vorgeführt wurde, dass in Ihrem Arbeitsbereich, in der Europapolitik, Sie sind der Europaminister, so viel kaputt gemacht worden ist in dieser Koalition? Wo waren Sie? Ich meine, wo waren Sie denn, als durch den sogenannten Asylkompromiss der Führungsanspruch Deutschlands als liberale Zivilmacht eine Absage bekommen hat? Wo waren Sie denn eigentlich, als Europaminister, als die Stimmen aus der CSU erklärt haben, wir brauchen jetzt keine europäischen Lösungen und wir werden jetzt nur noch bilateral alle miteinander sprechen? Diese Bundesregierung taugt in dieser Verfasstheit nicht als Leitfigur für ein ausgleichendes, freies und solidarisches Europa. Und das Schlimme ist, das hat auch noch konkrete Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der deutschen Außenpolitik. Wir erleben seit Wochen ein massives Bombardement im Süden Syriens. Die Luftwaffe Assad und die Russen bombardieren dort. Wir haben laut UN-Angaben 270 bis 300.000 Menschen auf der Flucht direkt an der jordanischen Grenze, die komplett geschlossen ist. Die Leute kommen nicht nach Jordanien rein, die kommen nirgendwo mehr hin und sie bekommen auch keine humanitären Güter, weil diese Grenze komplett geschlossen ist. Die Frau Bundeskanzlerin war in diesen Tagen in Jordanien. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Land, das nach Libanon per Kopf die meisten Flüchtlinge auf der Welt empfangen hat in den letzten Jahren, soll jetzt von unserer Kanzlerin darüber belehrt werden, dass sie dort mehr tun müssen in einer Zeit, in der es eine Regierungskrise gibt in diesem Land wegen zwei Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Es tut mir leid, das hat mit Glaubwürdigkeit in der Außenpolitik und es hat mit Handlungsfähigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und das in einer Zeit, in der, es ist mehrfach gesagt worden, ein Donald Trump die fundamentalen Fragen von Handel, Wohlstand und Sicherheit kein Partner ist für Europa. In einer Zeit, in der Russlands militärisches Gebaren die Grundfesten der europäischen Sicherheitsordnung erschüttert hat. Und in einer Zeit, in der Deutschland erst recht eine besondere Rolle einnehmen sollte, weil wir jetzt gerade einen Sitz bekommen haben und viel Vertrauen dafür bekommen haben von der Völkergemeinschaft, dass wir im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mitwirken können. Und ein Blick in den Haushalt zeigt, es ist jetzt mehrfach auch gesagt worden, dass wir es nicht nur zu tun haben mit einem politischen Irrsinn, sondern auch mit strukturellen Schwächen. Der Ansatz der humanitären Hilfe wird angehoben, das ist gut. Aber es ist seit Jahren ein Trauerspiel, dass das Parlament diesen Ansatz immer weiter anheben muss, weil der Ansatz, der reingestellt wird, nicht ausreicht. Und wir wissen auch, dass wir im Nachhinein mehr werden ausgeben müssen, weil es nicht anders geht. Es ist auch deswegen ein Trauerspiel, weil die Hilfsorganisationen keine Planungssicherheit haben. Und je später sie ihre Güter kaufen oder ihre Charterflüge buchen, desto teurer wird es. Das heißt, sie können weniger helfen. Ich kann nur appellieren, ab Freitag, wenn sie weiter verhandeln, endlich mal einen realistischen Ansatz dort reinzuschreiben. Und ich will auch noch mal erinnern, es ist jetzt gesagt worden, ich teile sehr, was der Kollege Link gerade gesagt hat, es ist einfach das Gesetz für den Auswärtigen Dienst, dass wir eine Personalreserve brauchen im Auswärtigen Amt, die es so einfach gar nicht gibt.
Und deshalb werden wir selbstverständlich ab Freitag weiterhin Druck machen, damit, wenn alle immer wieder zu Recht von politischen Lösungen sprechen, damit es auch Personal dafür gibt, damit daran auch gearbeitet werden kann. Ich möchte zum Schluss herzlichen Dank sagen. Es gibt Soldatinnen und Soldaten, denen wir in vielen Mandatsdebatten danken, die wir entsenden als Bundestag. Es gibt Diplomatinnen und Diplomaten in ganz, ganz schwierigen Situationen, wenn ich an Südsudan beispielsweise denke. Es gibt Menschen, die unter Lebensgefahr versuchen, gerade im Namen der Bundesrepublik Entwicklungszusammenarbeit zu leisten. Und es gibt Leute, die von demokratischen Parteien unterstützt, für politische Stiftungen den Dialog zwischen Völkern tatsächlich versuchen zu organisieren. Es geht nicht nur darum in der Diplomatie, dass Regierungen miteinander sprechen. Herzlichen Dank für diese unglaubliche Arbeit, die unter widrigsten Umständen in China, Russland oder der Türkei gemacht wird. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Katja Leikert für die Fraktion der CDU-CSU.